Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Reka. Ich bin gerade nur etwas verwirrt, weil ich gar nicht hier gewesen bin, wo ich rausgegangen bin. Sondern ich war komplett woanders. Alter. Ist das das gewesen, was ich jetzt gerade gehört habe? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich weiß nicht, was das Spiel momentan macht. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Panik. Jedes Mal, wenn ich wieder reinkomme. Die Holzfäller sagt mir, ich sollte sie im Dorf aussuchen, in der Nähe des Händlers. Das ist auf jeden Fall aktuell. Ich habe gebeten, die Holzfäller freizulassen. Ja. In der Nähe des Händlers. Wer von denen ist denn der Händler? Ich habe keine Ahnung. Aber da ist auf jeden Fall das Dorf. So, dann kann ich mir das mal ein bisschen markieren hier. So, warum ist der jetzt schon wieder da? Ist das nicht der, den ich kaputt gemacht hatte? Was haben wir hier? Aha, okay. Das ist aber nur der Umhang mit Blättern. Gut, ja, ich meine, ist wieder was Neues. So, die Geräusche, die verwirren mich nur, als ob das Haus gleich hinter mir auftaucht. Okay, also ich kann hier diese Tannen zapfen. Ach so, da wollte ich mal gucken, ob ich unter Zutaten 9 Stück habe ich jetzt noch davon. Weil der hatte ja gesagt, unterwegs sollen mir noch andere Bäume begegnen. Wo man das dann quasi runterschießen kann. Aber ich wüsste jetzt so auf Anhieb ehrlich gesagt nicht wo. Moment, war das die eine Dame hier? Oh ja, das ist die Dame. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt noch eins zusätzlich gefunden. Aber ist nicht schlimm. Was ist mit euch? Hey, komm doch mal her, ja? Wir wollten mit dir reden. Das sind die Holzfäller, nehme ich mal an, hier. Wir wollten dir für das, was du getan hast, gebührend danken. Ich weiß gar nicht so recht, was passiert ist. Ich hatte das Gefühl, den Verstand zu verlieren, bis du aufgetaucht bist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären wir immer noch in diesem verfluchten Nebel gefangen. Wir verdanken dir unser Leben. Ich weiß, dass du deine Reise bald fortsetzen wirst, also ist dies etwas, was dich an uns erinnern soll. Oh, ein Wandteppich mit einem Holzfäller drin. Okay. Einmal Dankbarkeit des Holzfällers. Was auch immer das heißen mag. Ist das jetzt so ein Kopfbedeckung oder wie? Ich schwöre, wenn ich mir noch mehr Baumstämme oder Kacheln ansehe, wird mir übel. Glaube mir, ich werde nie wieder in die Nähe eines Holzfällerlagers gehen. Vielleicht kehre ich nach Kopnik zurück. Ich habe meine Familie schon lange nicht mehr gesehen. Aber geht immer Kasimir, ne? Ja. Also, keine Ahnung, warum immer Kasimir kommt, wenn ich jetzt hier mit den dreien rede, aber gut. Ja, dann haben wir die Aufgabe ja auch schon mal erledigt. Sie haben mir sogar ein Andenken gegeben, genau. Mehr Aufgaben haben wir jetzt gerade nicht. Das heißt, das sind doch die, die ich schon kaputt gemacht habe. Oder sind die jetzt wieder da? Weil auf dem Weg dahin, ich bin gerade am gucken. Moment, das war der Baum, ne? Von da aus sind wir, glaube ich, gekommen. Hier ist noch eine. Ich gehe mal gucken, ob ich die jetzt noch kaputt machen kann hier. Weil beim letzten Mal hat er mir ja noch was angezeigt, was. Da hinten ist noch was im Leuchten, aber da war ich, glaube ich, schon. Soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. So, Moment, was haben wir hier? Hier haben wir. Kein Platz für Holz? Moment, Moment, Moment. Nee, hier kann ich das Holz nicht sehen. Das sind nur die Zutaten, ne? Aufgabensammlung? Oder kann ich hier. Habe ich echt keinen Platz, um Holz einzusammeln? Wollt ihr mich veräppeln? Moment. Weil ich brauche ja auch Holz, damit ich hier wieder ein bisschen was bauen kann.
Das hatte ich schon geöffnet. Ich glaube, das war, ja, das war hier diese eine Stelle, die ich schon gemacht hatte. Aber warum das jetzt noch hier drauf ist und andere Stellen nicht drauf sind, das verstehe ich auch nicht. Das habe ich, meine ich, auch schon gemacht. Da hinten irgendwo war das mit dem Kaninchen, glaube ich. Zumindest sehe ich jetzt hier nichts mehr. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das abgeschlossen ist, ob ich da jetzt drei Stück oder sowas von gemacht hatte. Hier kein Platz mehr. Wieso kann ich Kanonen nicht mehr nehmen? Oh, Leute. Ich brauche hier wirklich mal ganz dringend... Alter, hast du mich jetzt erschreckt? Wieso bist du hier? Habe ich das Haus nicht woanders hingestellt? Da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich das woanders hingestellt hatte. Na gut. Gucken wir mal eben, ob wir große Möbel... Moment, mit Q und R soll man das machen. Kleine Möbel. Scheunentruhe. Holzkiste. Ich hoffe, dass man in der Holzkiste was reintun kann. Wir hatten ja da hinten auch noch die Truhe, wo sie uns auch was gibt. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir jetzt hier vorne eine Holzkiste oder hier vielleicht so... Oh. Ach so, weil ich jetzt die andere angewählt hatte. Oh, ich wollte gerade schon sagen... Hier können wir die... Ja gut, hier könnten wir die theoretisch so davor stellen. Aber sieht das was aus? Ich weiß nicht. Wir machen es... Nee, wir machen es nicht, weil wir müssen E drücken und nicht die linke Maustaste. Nein! Ach, Mann! Jetzt kann ich hier aber nur kochen. Ich kann nichts da reintun. Nee, die scheint... Oder? Das war... Nee. Die scheint tatsächlich nur dekorativ zu sein. Ja, das finde ich jetzt wiederum ein bisschen blöd, weil hier konnten wir, glaube ich, nichts reintun in die Truhe, oder? Nee, da können wir noch nicht mal mehr... Nee, das war jetzt die Katze. Können wir noch nicht mal mehr mit inter... Entschuldigung, Katze. Können wir noch nicht mal mehr mit interagieren. Das finde ich ja doof. Gegenstände und Inventar. Lagere Gegenstände. Ah. Da brauche ich aber Holz für. Ja, super. Lass mich raten. Ich habe jetzt da... Nee, das sind die Sachen, die ich so bekommen habe. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich wollte R drücken. Das heißt, da brauche ich vier Holz für. Aber bevor ich nicht... Oh, das ist so doof. Kann ich denn hier was zwischenlagern vielleicht? Moment. Kann ich hier vielleicht sagen, ich will... Keine Ahnung. Wo haben wir am wenigsten Probleme? Ich will die Himbeeren alle da reintun. Die jetzt wahrscheinlich kaputt gehen, aber egal. Und dann hole ich jetzt das Holz erstmal ab. Das müsste doch eigentlich dann gehen, oder? Moment mal, wieso? Ich will das jetzt aber noch nicht aufheben, bevor ich jetzt kein Holz habe. Moment, Moment, Moment. Habe ich jetzt den Baum hier gerade kaputt gemacht? Oh ja, tatsächlich. Dann können wir hier nochmal so ein Lärchenzapfen hinwerfen. So, da machen wir aus den... Eigentlich schade, ne? Die großen Bäume hier alle. Oh, ich werde das im wahren Leben nie machen, bin ich ganz ehrlich. Komm, wir machen ja noch so einen dünnen. Okay, dann haben wir 37, das ist okay. Doch, ich glaube, ich hatte das Haus hier... Okay, den können wir jetzt aber noch nehmen. Der steht jetzt hier so blöd auf der Brücke. Also das geht sonst zu weit. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir hier noch was nehmen können. Ah ja, das hatte ich gehofft. Dunkles Waschbrett, okay. Da ist das Haus. Hallöchen Haus, ich bin auf dem Weg. So, jetzt können wir endlich mal eine Truhe bauen, die irgendwie ziemlich schief aussieht, wie ich finde, aber egal.
Die stellen wir mal ein bisschen hier hin. So. So. Nein, ich habe schon wieder nicht E gedrückt. Ach Mann, wieso gehe ich immer damit raus? Ich kann auch einfach B drücken. Oh, sehr geil. Okay, du kannst hier Gegenstände lagern. Klicke auf einen Gegenstand, um einen Stapel zu übertragen. Ach so, dann wird das nur hier angezeigt. Okay. Gut, die Beeren, das ist auch ein voller Gegenstand. Honig ist ein voller Gegenstand. Ja, ich würde sagen, den Rest lassen wir mal so drin, oder? Bumm, einfach zugemacht hier. Kätzchen, lass mich mal eben da durch. Ich will nicht schon wieder über dir drüber laufen. Über dich drüber laufen. So, dann zack, die nehmen wir einmal hier raus. Dann können wir das auch hier reinmachen. Eigentlich können wir ja... Ich weiß nicht, ob wir... Wir machen jetzt einfach mal alles Große hier so rein. Quasi alles so zum Essen, wenn man so will. Wenn ich jetzt hier vorne hingehe und kochen möchte... Nee, dann nimmt er nur die Zutaten. Okay, das wollte ich wissen. Ob der jetzt das aus der Kiste dann auch direkt anzeigt, dass man das nutzen kann. Aber gut, da müssen wir halt die Sachen aus der Kiste nehmen. Ist ja nicht so schlimm. Aber ich würde eigentlich auch gerne mein Haus ein bisschen weiter bauen. Allerdings nicht heute. Ich muss erstmal eben gucken. So, die Sachen hier unten hatten wir schon. Das, meine ich, hatten wir auch. Was wir aber, glaube ich, noch nicht hatten, war das hier. Und irgendwas ist mit diesen Schmetterlingen, wo ich jetzt gerade eine Ahnung habe, dass wir da was machen mussten, aber überhaupt nicht mehr weiß, was wir jetzt da eigentlich machen mussten. Ja, du kannst wieder hochgehen, Häuschen. Dankeschön. Oha, wieso sind hier so viele? Ah, zu weit weg. Hallo. Ja, komm, schnapp dir das. So weit ist das jetzt auch nie weg. Aha, geht doch. So. Dann schauen wir mal. Ich achte jetzt auch mal immer so ein bisschen auf die Bäume, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich gehe mal... Das sind die Krähen, die ich, glaube ich, immer höre. Ne? Und ich denke dann wirklich jedes Mal, dass irgendwie die Hütte hinter mir rumläuft oder sowas. So, laut dem Ding sollte das hier sein. Ich denke, das haben wir schon kaputt gemacht. Ja, zumindest ist es jetzt nicht mehr hier, so wie es aussieht. Was ist das denn hier? Ich frage mich, ob dieser Ort eine Bedeutung hat. Vielleicht finde ich es ja bald heraus. Ja. Mit anderen Worten, stehe nicht so rum, du Idiot. Sondern, hau wieder ab. So nach dem Motto. Hier waren wir aber schon mal, ne? Hier hatten wir auch so... Ach so, das war das mit dem Füttern. Ach, das wollten wir ja eigentlich gemacht haben. Stimmt ja. Wieso ist das jetzt hier eigentlich nicht mehr rot? Wieso ist jetzt hier der Baum wieder rot? Ich habe keine Ahnung. So, Moment, dann mache ich das nochmal eben rot und danach kommen wir dann nochmal hierhin zurück. Wie war das jetzt? Einmal mussten wir die für alle füttern. Wir nehmen einfach mehrmals Brei mit, würde ich sagen. Nee, Moment, das ist die. Nee, das ist der hier vorne gewesen, genau. Dann laufen wir nochmal hinten hin. Also ja... Ich wirke jetzt wahrscheinlich hier etwas verwirrt, aber ich will das jetzt ein für alle Mal klären, ob wir die jetzt alle gemacht haben. Wir haben zwar die Prüfung bestanden, aber wer weiß, vielleicht kommen wir ja in seiner Gunst noch höher oder sowas, wenn wir das machen. Den nehmen wir auch mal direkt mit hier, den Honig. Da ist es, genau, ich sehe es. Aber andere Hasenfallen wüsste ich jetzt sonst nicht mehr. So, sehr schön. Dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich habe die Dinger hier alle gemacht. Das heißt, die markiere ich mir jetzt rot. Und ich werde jetzt erstmal ungefähr dahin, glaube ich, gehen. Ja, genau, da wird es auch angezeigt. Ach so, das ist eigentlich Blödsinn. Wir können ja auch zum Haus zurück.
Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was brauche ich jetzt nochmal? Wo sehe ich das nochmal? Zutaten. Hier sehe ich es nicht. Oh, ich habe schon wieder alles vergessen. Vielleicht sollte ich mir das mal aufschreiben. Wir haben Weizen drin, wir haben das drin, wir haben Honig drin, aber wir haben keine Beeren drin aktuell, ne? Dann tun wir die noch rein. Hätte ich auch unterwegs mal einen mitnehmen können, aber egal. Ach nee, hier vorne sehe ich das, glaube ich, beim Kochen, ne? Oder? Nee? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Die Beeren waren auf jeden Fall drin. Weizenhonig. Dein Brotofen benötigt Brennstoff. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe auch extra Holz dabei. Okay, nicht extra, aber. So, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt so drei mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viele Vögel das waren. Wie lange brauchen die denn ungefähr? Noch 22 Minuten. Ja, das hier, das war jetzt wirklich sowas von überflüssig. Eigentlich würde ich sagen, wir machen in der Zeit mal was anderes, wenn ich jetzt wüsste. Ich würde einfach mal sagen, ich stelle mich mal hier hin, warte mal ab, bis dann so, ja, vier, fünf davon gemacht sind vielleicht und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Bis gleich. So, damit haben wir dann das letzte auch. Frage ist nur, das Holz ist, glaube ich, noch hier hinten drin jetzt, ne? Genau. Dann holen wir uns das auch schon mal raus. Und damit wir natürlich dann auch genug Platz haben. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt hier alles rausgeholt habe, ehrlich gesagt. Tun wir mal die Beeren mit rein. Holz. Ach, wir tun einfach mal alles rein, was wir jetzt so. So wahrscheinlich. Obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher wegen dem Getreide. Weil es hieß ja, glaube ich, dass man die mit Getreide füttern kann. Ist das nicht mehr markiert? Doch. Rechts von mir. Ah, da. Okay. Dann laufen wir da jetzt mal eben hin. Ich hoffe, die hat jetzt nicht das Essen genommen und direkt gegessen. Das wäre jetzt nämlich in der Tat schlecht. Ich glaube, er wollte abholzen. Ich hatte gehofft, dass da eventuell Weizen wäre, aber das ist ein Baumstamm, ich wollte schon sagen. Moment, die Baumstämme im Wasser, kann man die einsammeln? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Nee, die gehen nicht. Okay. Weil das wäre eigentlich ja jetzt so ein Holz, was man dann gut verwenden könnte, ohne dass man eben dem Wald schadet. Aber ist anscheinend nicht so gewollt. Schade. So, das ist die Vogeldame. Da klauen wir eben die Beeren hier. Warum fressen die eigentlich keine Beeren, die Krähen? Das weiß ich nicht. So. Haferbrei. Ach, ich habe keine. Doch, Moment, da sind aber doch eigentlich Früchte drin. Platziere Haferbrei. Hä, habe ich keinen Haferbrei gemacht? Das ist jetzt nicht euer Ernst, weil ich Haferbrei mit Früchten und Honig gemacht habe. Wollen die das jetzt nicht haben oder was? Ich muss normalen Haferbrei machen, ohne Früchte und ohne Honig quasi. Ja, wo soll ich denn das Rezept herkriegen? Wollt ihr mich denn veräppeln? Du wirst mir das jetzt nicht geben, nehme ich mal an. Wie geht es dir? Tut mir leid, ich habe kein Interesse. Ja, genau. Tut mir leid, ich habe kein Interesse an dir. Wo kriege ich denn das Rezept jetzt her? Jetzt habe ich ja alles so schön vorbereitet. Da geht das auch nicht. Oh, Leute. Ich meine, gut, Haferbrei mit Früchten und Honig kriege ich bestimmt auch.
irgendwie los. Was höre ich hier die ganze Zeit? Was ist, je weiter ich hinten stehe. Hä? Ach so, das ist die Kerze wahrscheinlich, dass ich die von draußen... Oder ist das das hier? Das, ich glaube, das sind diese Dinger. Ich glaube, das heißt nur so viel wie, ich kann damit was machen. Ja, das tut mir jetzt leid, ihr Lieben. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit mich um den Haferbrei gekümmert. Und jetzt bin ich sauer, weil ich keinen Haferbrei machen kann. Also, die hat aber gesagt, ich muss das durch Ausprobieren lernen, oder? Ich schau mal eben kurz. Hä, wie Essen nehmen? Hä? Was war denn das gerade? Ich schau mal kurz. Haferbrei. Wäre das dann Getreide einfach nur vielleicht? Getreide und Himbeeren. Aber das nimmt der ja gar nicht an, dass der überhaupt irgendwas macht. Hm. Hat sie die nicht gesagt, ich brauche immer drei Sachen? Oder brauche ich vielleicht zweimal Getreide dann dafür? Das könnte vielleicht auch noch sein. Also den Honig brauche ich auf jeden Fall nicht, weil den wollen die nicht. Die wollen einmal mit Dings hier. Aha! Haferbrei mit Früchten. Och, das hättet ihr mir doch vorher sagen können. Oh. Man lernt halt eben sehr oft aus Fehlern, ne? Okay. Aber jetzt habe ich auch das System verstanden. Also man muss immer drei Plätze sozusagen hier drin belegt haben. Wieso ist der jetzt schon fertig? Aber ich bekomme es nicht. Hä? Mein ganzes Holz ist dran. Daran kann es nicht liegen. Leute. Wenn ich jetzt reingehe in das Menü, dann geht das los. Oder was? Wollt ihr mich jetzt hier... Ah, und damit machen wir dann nur Haferbrei. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, drei oder so habe ich gesehen, ne? Ich mache jetzt mal vier, nicht, dass ich dann nochmal hin und her laufen muss. Ja, gut, dann stehen wir jetzt natürlich wieder hier ganz blöd rum und warten jetzt darauf, bis das Ganze fertig wird. Entsprechend werde ich das jetzt hier auch nochmal eben rauscutten. Und ja, tut mir leid, also ich habe es jetzt endlich mal verstanden. Das mit den drei Plätzen belegt, das war mir schon klar. Aber ich habe irgendwie, ich frage mich jetzt bitte nicht, wieso. Ich habe immer gedacht, dass man verschiedene Sachen reintun muss. Ich habe natürlich nicht drüber nachgedacht, dass man auch zweimal das Gleiche reintun kann. Dann ist es natürlich logisch. Weil das war jetzt Haferbrei mit Früchten und Honig. Das stand ja auch da, das haben wir ja irgendwann mal gesehen. Aber ich habe mir da jetzt keine Gedanken drum gemacht, dass da jetzt noch Honig bei ist. Na gut, bis wir dann halt eben da waren. Ich gehe davon aus, dass wir dann im alten Dorf, das ist wahrscheinlich das, was noch offen geblieben ist von den Questzellen, nehme ich mal an. Im alten Dorf hätten wir wahrscheinlich, als sie gesagt haben, das ist mir zu süß, hätten wir wahrscheinlich einfach nur Haferbrei machen sollen. Gehe ich mal stark von aus. Hey, jetzt habe ich beides hier drin. Eben hat es nicht funktioniert. Eben hat er nicht mehrere Sachen hintereinander gestellt, sondern er hat dann da hinten blockiert. Ach so, ich habe hier noch die mit den Bären drin. Ah, ich verstehe. Mit den Bären, ja. Mit den Früchten meine ich natürlich. Na gut, ich lasse das auf jeden Fall erstmal noch durchlaufen und dann hole ich euch gleich wieder. Bis gleich. So, das war das letzte. Und ich hoffe auch das letzte Mal, dass ich jetzt hier einen Fehler mache. Dann nehmen wir hier das Holz nochmal eben schnell mit. So. Das tun wir aber gleichzeitig auch wieder rein. Moment, das können wir, genau, das können wir mit daran tun. Das.
Oder wir haben jetzt einfach keinen Platz mehr fürs Holz. Ach so, weil wir jetzt mehr Bären unterwegs geholt haben. Ja, machen wir es so. Was war das jetzt? Ich glaube, ich habe gerade was rufen hören. Ich bin mir nicht sicher. Okay, dann nehmen wir nochmal den Weg auf uns. Laufen nochmal zu der guten Dame hier im Haus, im Wald hin. Also ich denke immer noch, es ist eine Junghexe, aber egal. Nee. Ach, das irritiert mich immer, dass ich hier diese Lärchenzapfen da werfen soll. Da ist es genau. So, die Geräusche sind auch ziemlich cool hier. Was ich blöd finde, die bewegt sich immer so, als ob sie irgendwann keine Ausdauer mehr hat. Da ist aber nirgendwo ein Hinweis drin. So, jetzt. Ein matter Spatz. Sehr schön. Da ist aber nirgendwo ein Hinweis drin, dass ich nur begrenzt Ausdauer habe. 10-mal Gold. Oh, cool. Na? Die geben mir Gold. Die Krähen sind ja geil. Die bezahlen selber. Tut euch gut, ne? Im Moment habe ich noch nichts gefunden. Ah, doch, Moment, in der Stadt, glaube ich, hatte ich irgendwo jemanden, wo man Gold ausgeben kann. So, das sind jetzt aber alle, ne? Dann sollen wir auch noch mal reingehen, glaube ich, zu ihr, hat sie gesagt. Ich meine, ich habe jetzt alle. Hallöchen. Ich habe alle Vögel gefüttert. Endlich mal. Danke, meine Liebe. Ich kann ihr frohes, fröhliches Mampfen von hier drinnen hören. Wie versprochen, das ist für dich. Krähen-Skelett-Mobile. Ja, cool. Da können wir. Ach so. Jetzt habe ich ihres weggenommen, oder was? Okay, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte dir nicht jetzt dein Mobile hier klauen. Aber Dankeschön. Gut, dann können wir in dieser Folge vielleicht noch eine Sache machen. Das sind die hier hinten, ne? Genau. Die Frage ist, muss ich das noch machen? Muss ich mich da quasi noch mal mit denen anfreunden? Habe ich jetzt überhaupt Bären dabei? Moment. Ich hoffe ja. Ich gucke doch lieber noch mal nach. Ah ja, doch, doch, doch. Habe ich dabei. Okay. Hallöchen. Eins hat sich schon im Gras versteckt. Ihr könnt weggucken. Passiert nichts. Die gucken so doof. Der eine kommt schon angelaufen. Kann ich von hier aus füttern? Hallo. Hier, guck mal. Ja, so ist schön, ne? Dir gebe ich auch eine. Ist das fein? Ja. Du kriegst auch eine Beere. Du kriegst auch eine. So. Du guckst mich so doof an, aber dir können wir auch eine geben. Ich glaube, dann haben wir die alle hier erledigt, ne? Da hinten ist noch Honig. Geht das von hier aus? Na, ist natürlich wieder zu weit weg. Ah. Okay, den nehmen wir noch mit. So, sehr schön. Der Tag neigt sich hier dem Ende zu. Was ist denn das da hinten? War ich da schon drin in der Hütte? Doch, ich glaube ja, ne? Das ist die versunkene, Wasserversunkene. Die Frage ist, konnte ich da alles mitnehmen? Was bist du denn hier? Alles okay? Habe ich irgendwas übersehen? Kam hier irgendwie gerade so Genie aus der Flasche raus? Nur, dass ich es nicht mitbekommen habe. Vielleicht muss man die auch hier generell öffnen. Ich bin mal jetzt. Ach ja, da haben wir die Dinger runtergeschossen. Genau. Das war das. Okay. Aber das mit der Flasche, das finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich sehe jetzt hier aber so spontan noch keine weiteren Flaschen, die man irgendwie öffnen könnte.
Okay, da denke ich mal, haben wir auch, genau, das haben wir auch geöffnet. Das ist nämlich an und Grafikfehler. Dieser komische Blitz da, ich habe keine Ahnung. Moment, hier ist das Dorf wieder, oder? Kann ich euch nicht einfach ein bisschen Holz klauen hier? Schade. Was ist mit dir? Die Krähen sind weg, oder? Kann ich dir helfen? Du wirkst verängstigt. Was ist passiert? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die anderen Holzfäller wollten vor ein paar Tagen die große Lerche im Wald fällen. Ich aber habe verschlafen und bin zu spät angekommen. Als ich endlich ankam, bedeckte ein dichter Nebel die ganze Lichtung und ich konnte schreckliche Gestalten im Nebel umherstreifen sehen. Sie sind herumgestolpert und haben geschrien. Sie wollten nach mir greifen. Ja, ich gebe es zu. Ich bin weggerannt, so schnell mich meine Beine getragen haben. Hat er das nicht schon mal erzählt? Es waren die anderen, ich weiß es. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber der Nebel hält sie irgendwie gefangen. Das hätte mein Schicksal sein können. Ich kann nicht dorthin gehen, aber vielleicht kannst du ihnen helfen. Ich kann dir sagen, wo die Lerche steht. Bitte, ich muss meine Brüder zurückholen. Sie haben das nicht verdient. Ja, haben wir aber schon erledigt. Ich dachte, dass der mir jetzt irgendwie vielleicht noch ein Dankeschön gibt oder sowas. Dann halt nicht. Da kann man nichts mitnehmen. Na gut. So, sind wir hier eigentlich schon mal drin gewesen? So ähnlich hätte ich das bei mir auch machen können, ne? Aber gut, ich muss zugeben, dafür war es nicht groß genug, glaube ich. Babuschka Christina. Kannst du einer alten Frau helfen, Kind? Wie kann ich dir helfen? Der Winter naht und ich habe nicht die Kraft gefunden, meine jährliche Reise zu Maras Schrein zu machen. Ihr Segen schützt unser Vieh. Wenn du helfen willst, musst du Nahrung an ihrem Schrein darbringen. Pfannkuchen, um genau zu sein. Die mag sie am liebsten. Ich bin mir sicher, dass das der Ort ist, wo ich eben war. Kannst du mir sagen, wie man Pfannkuchen macht? Wie kann es sein, dass du das nicht weißt, Kind? Aber dem kann abgeholfen werden. Ein heißer Ofen, etwas Mehl und zwei verschiedene Arten von Süßen. Honig oder Beeren. So mache ich sie am liebsten. Mehl? Ja, wie mache ich denn Mehl? Ich bin mir sicher, dass der Händler, der vor kurzem in die Stadt gekommen ist, dir etwas Mehl verkaufen kann. Also, mir wird es wirklich langsam unheimlich. Wenn ich Fragen stelle, dann antworten die immer direkt darauf. Ich finde es langsam wirklich unheimlich. Und was Honig oder Beeren angeht, schau am besten, was du außerhalb des Dorfes finden kannst. Okay. Das Mehl müssen wir halt besorgen, ne? Aber gut. Kannst du mir mehr über Mara erzählen? Vor langer Zeit war unsere gute Mara mehr als eine aus Holz geschnitzte Statue auf einer Lichtung. Wenn man Glück hatte, konnte man ihr dabei zusehen, wie sie umherging und alles um sich herum wachsen ließ. Es ist aber nicht die, die im Wald jetzt lebt, oder? Das ganze Dorf brachte ihr Opfergaben und sie segnete im Gegenzug unser Vieh. Aber diese Zeiten sind lange vorbei und nur wenige erinnern sich daran. Denn manche haben diesen Ort verlassen, um ihr Glück anderswo zu suchen. Oder sind inzwischen in der kalten, harten Erde begraben. Die Statue von Mara stellt also eine echte Frau dar. Mara wandelte in der Gestalt einer Frau auf der Erde. Ich weiß, dass so viel wahr ist. Sie durchstreifte diese Länder in Fleisch und Blut, mit Schweiß und Tränen. Aber für uns war sie mehr als das, so viel mehr. Eine zur sterblich gewordene Göttin, unsere Schutzherrin. Als ich sie das letzte Mal mit eigenen Augen sah, war ich ungefähr so alt wie du. Es war, als blickte ich dem Sommer selbst ins Angesicht, warm und weich, aber mit großer Macht dahinter.
eines Tages verschwand sie einfach und niemand hat sie je wieder gesehen. Die folgenden Jahre waren in der Tat dunkel. Unser Vieh wurde krank und viele beschlossen, diesen Ort zu verlassen. Und wer könnte es ihnen verdenken? Aus Verzweiflung beschloss ich, eine Statue von Mara zu schnitzen und ihr zu Ehren einen kleinen Schrein zu errichten. Es hat funktioniert. Wir konnten ihr zeigen, dass sie nicht vergessen war, und sie zeigte uns, dass sie uns nicht vergessen hatte. Zumindest nicht ganz. Die Krankheit verschwand nach und nach. Unser Vieh erholte sich schließlich. Natürlich ist der Segen nicht mehr so stark wie zu der Zeit, als Mara auf diesen Faden wanderte. Aber etwas Segen ist besser als gar keiner. Was hat der Geist des Waldes von Mara gehalten? Sie verehrte den Waldgeist wie wir sie, aber Mara war ebenso ein Geistwesen wie ein Mensch. Sie beide sorgten sich mehr um die Natur als um alles andere. Ich möchte glauben, dass sie vielleicht in Mondnächten treffen, gemeinsam einen Becher Wein trinken und über die Geheimnisse der tiefen Wälder sprechen. Während ich die Statue geschnitzt habe und sie aufstellte, spürte ich Leschis Anwesenheit im zitternden Staub und im Flüstern des Windes. Er weiß es. Und sie steht noch, als muss er so etwas gutheißen. Okay. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Wieso hört sich das an, als ob die direkt neben mir hier am Schnitzen sind? Das finde ich nicht gut. Gut. Das ist, ja, wusste ich es doch, das ist die Statue. Wenn ich ihr helfen wollte, was hatte sie jetzt gesagt? Mehl brauche ich noch, genau. Wo ist denn der Typ mit dem Karren hin? Der stand doch irgendwo. Ja, wo ist der hin? Ach, da, ne? Genau, ich brauche etwas Mehl. Zack. Ich brauche sehr viel Mehl wahrscheinlich. Hallo? Da! Mann! Jetzt hat er das erst nicht angenommen und jetzt ist es auf einmal weg. Ja, super. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. 260 Münzen. Naja, gut. Also, Pfannkuchen. Wie viel Pfannkuchen sollte ich denn jetzt machen? Das weiß ich gar nicht mehr. Achso, ich kann ja zurückreisen. Reicht das denn, wenn ich einmal Pfannkuchen mache? Mehl, Honig und Beeren waren das, ne? Okay, ich konnte nur viermal Honig kaufen. Ist das mal so weit drin? Schreiten da die ganze Zeit? Das ist doch nicht die Katze, oder? Bist du hier so im Schrein? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Es ist eigentlich schon fertig. Jetzt ist die Frage, warum ist es noch nicht hier drin? Oder er startet es wieder mal nicht? Ja, ja, er hat es mal wieder nicht gestartet. Also das ist ein bisschen verbuggt. Das ist mir schon öfter jetzt aufgefallen. Dass wenn er hier nicht startet und das direkt auf Null stehen hat, dass man dann nochmal kurz hier beim Kochen reingehen muss. Ist aber im Prinzip nicht schlimm. Es ist halt nur was, was man wissen muss in dem Moment. Okay. Neuer Bauplan. Pfannkuchen. Leckerer Pfannkuchen, aber das Holz holen wir mal raus. Ich meine, gut, eigentlich könnten wir das hier drin lassen und mal neues Holz holen. Ja, vielleicht besser, ne? Das Mehl. Das könnte man noch reintun. Das ist alles voll. Ja, lassen wir das mal so. Okay. Gut, dann. Der Schrein war ja, glaube ich, irgendwo hier hinten in der Nähe bei der... Die leichte Anzeige-Bugs hier, ne? Mit der Straße. Aber ist nicht schlimm. Ich meine, ne? Das Spiel ist gerade frisch rausgekommen vor, ich weiß es jetzt gar nicht, vor ein paar Tagen war es auf jeden Fall irgendwann. Und
Da verzeihen wir natürlich auch so kleine Anzeigefehler. Ich finde es persönlich wahnsinnig geil gemacht. Ich will jetzt hier nicht zu viel von den Bären holen. Ist das das, was ich sehe? Ja, ich glaube ja. Ja, darfst du gerne machen. Hallo? Das war nicht der Baum, den ich jetzt ein paar Mal anvisiert habe, aber okay. Na gut. Ich wollte nur von unterwegs noch ein bisschen was mitnehmen. Dann machen wir das gleich. So, platziere Pfannkuchen. Zack. Moment, da ist jetzt Getreide mit drauf. Ach, das kann ich einsammeln oder was? Cool. Ja, komm, nehmen wir jetzt auch direkt noch das Holz mit. Irgendwie will er jetzt aber die... Also spezielle Bäume, habe ich das Gefühl, will er irgendwie nicht machen. Hier ist es jetzt wieder okay. Den will er so gar nicht. Den will er auch gar nicht. Hier ist es auch okay. So, Moment. Ich werde dir mal hier einen Zapfen hinwerfen. Zack. Ich gebe dir auch ein bisschen was zurück. Mache ich doch gerne. So. Den dürfen wir auch wieder nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich irgendeine Konsequenz hat. Achso, wir können ja... Moment, nee, wir müssen ins Dorf am besten wieder zurück, ne? Wir haben jetzt hier... Ich mach mal hier die Frau, markiere ich mal, damit ich ungefähr das Dorf habe. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Konsequenz gibt, wenn wir einfach abholzen und nichts machen. Ich meine, wir haben ja jetzt quasi auch... Keine Dinger mehr, ne? Keine. Also fast keine Tannenzapfen oder was das war hier, was ich hier werfen muss. So, Moment. Die Frau war. Das ist die mit dem Honig. Bin ich dann hier rein? Das war's nicht. Da bin ich aber auch nicht rein. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich das mit dem Kopf hier war. Müsste aber, glaube ich, ne? War das, nee, rechts ist eine Scheune, glaube ich. Ja, genau, hier war das doch, oder? Ja, da ist sie doch. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Das ist wundervoll. Du hast Mara wissen lassen, dass wir sie nicht vergessen haben. Dass die Zeit unsere Erinnerungen und unsere Liebe zu ihr nicht verschlissen hat. Der Winter kann kommen und wir müssen ihn nicht fürchten. Hier, das ist für deine Mühe. Meine alten Hände sind nicht mehr ganz so flink wie früher, aber ich hoffe, es macht dir trotzdem Freude. Oh, das ist schön. Dankeschön. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt hier eine neue Quest für mich hat. Deswegen Knoblauch. Knoblauch ist immer gut. Moment, wo habe ich jetzt... Konnte ich mir den jetzt gerade nehmen oder... Interagieren? Ein unbekanntes Gesicht. Davon haben wir nicht allzu viele. Willkommen in unserer kleinen Stadt. Bitte entschuldige, dass ich nicht gastfreundlicher bin. Ja, das hat sie doch bei der mal schon mal gesprochen. Winter und hier und da. Sie braucht ein herzhaftes Mahl. Was ist denn für sie ein herzhaftes Mahl? Haferbrei? Probieren wir es mal aus. Ich wollte wirklich mehr als das. Daran war gar nichts herzhaft. Boah, die sind echt...
dunkler Schädel. Ey, du gibst denen was zu essen und die sind immer noch nicht... Die sind immer noch nicht zufrieden, das wollte ich sagen. Aber wo habe ich jetzt die Sache mit dem Knoblauch hier? Und wieso kann ich das jetzt nicht mehr anvisieren? Ist nur noch... Die interagieren ist nur noch die Kerze. Also, es ist nicht herzhaft. Ja. Dann könnt ihr mich doch alle mal. So, habt ihr jetzt davon. Gut, die Folge ist sowieso schon wieder viel zu lange geworden, weil ich mal wieder dies noch erledigen wollte und das noch erledigen wollte und überhaupt. Ja, es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, wir haben hier sonst keine Quest mehr. Ich könnte eventuell demnächst nochmal schauen, ob wir hier noch irgendwas haben. Irgendjemand, mit dem wir noch reden können. Alles andere haben wir ja soweit erledigt. Ich bin gerade am gucken. Moment, da ist der Baum, ne? Das war das, wo wir den abgebrochen haben, genau. Dann könnten wir vielleicht nochmal bei dem Baum nach was Neuem gucken und nochmal ein bisschen Holz farmen. Muss ich mal schauen. Die haben wir alle erledigt. Das haben wir eigentlich ja auch erledigt. Ach so, Moment, das hier war das noch. Genau, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was das für ein... Nee, das waren die Krähen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das für ein Symbol war. Aber ich weiß, dass wir da noch irgendetwas machen mussten. Man erzählte mir von einer Lichtung mit einer großen Lerche, die im dichten Nebel gehüllt ist. Vielleicht werde ich dort den Waldgeist finden. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Holzfäller waren sehr dankbar. Das war halt davor. Benutze dein Hühnerhaus, um zur nächsten Prüfung zu reisen. Also rein theoretisch könnte man jetzt zur nächsten Prüfung reisen, weil die haben wir jetzt bestanden. Aber ich möchte halt, wie gesagt, die ganzen Nebenquests soweit noch mitnehmen. Und ich bin mir echt nicht mehr sicher, was das hier war. Ich habe nichts im Kopf mit Libellen. Sieht mir eher nach einer Libelle aus, obwohl der Körper ein bisschen kurz ist. Vielleicht auch so eine Art Schmetterling oder so. Oder Motten, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge werden wir dann diesem Mysterium erstmal auf den Grund gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!